Hallöchen, hier ist Kyoko und dies ist eine Art Zwischenprojekt zwischen meiner kleinen Pause zu Sonic Generations. Die Storyline ist nämlich endlich durch. Ich wollte nochmal zwischendrin etwas anderes spielen, das Sonic relevant ist und auch noch ein bisschen neuer, bevor ich dann mit Sonic Generations weitermache, und dachte mir, da ja das eine Wochenende Sonic the Hedgehog 4 für Steam rauskam, kaufe ich das und nehme das natürlich auch gleich mal auf. Dann kann ich sogar noch mit PC-Grafik machen, was vielleicht gar nicht mal so unschick aussieht, aber ich habe schon gemerkt, dass das, glaube ich, weniger relevant ist. Wir beginnen an diesem Startbildschirm schon, weil ich die Einstellungen nicht nochmal vermuxen wollte. Ich habe es nämlich endlich geschafft, dass das Spiel mit meinem Controller funktioniert, wie man sieht. Ja, und dann wollen wir natürlich auch gleich anfangen. Mit einem neuen Spiel. Gut, das sieht doch mal ganz, ganz nett aus. Wobei ich sagen muss, ich bin so ein bisschen voreingenommen, könnte man das sagen? Ja, eigentlich schon, weil ich konnte das ja damals nicht spielen. Weil ich da noch keine Wii hatte, als das rausgekommen ist. Und dann hatte ich irgendwie auch kein Geld. Und dann zwischenzeitlich hatte ich wieder auch gar keine Lust, das zu kaufen. Und naja, und hab schon mal erfahren, dass viele Leute von dem Spiel enttäuscht waren. Einfach weil es schon Fangames gab, die mehr auf dem Kasten haben als halt dieser Teil. Und ich habe den Sonic Fan Remix auch gesehen, und wenn ich das jetzt hiermit vergleiche, ist das schon so ein bisschen... Naja, aber wollen wir hier jetzt nicht so groß rummeckern, sondern einfach mal erstmal spielen und uns umsehen. So vom Spielfeeling muss ich sagen, ist es ganz in Ordnung. Es sieht zwar jetzt, wenn man gerade Sonic Generations gezockt hat, nicht so schön aus, das muss ich zugeben. Aber es ist vielleicht doch mal ein Versuch gewesen von Sega, wieder mehr so in die alte Richtung zu gehen. Kann man auf jeden Fall anrechnen, dass sie es probieren, und ich muss sagen, sie haben auf jeden Fall aus der Kritik, die sie bekommen haben, gelernt. Weil sich ja die zweite Episode dann grafisch auf dem Niveau von Sonic Generations befindet. Zumindest ist das anzunehmen. Naja, und nachdem so viele den Sonic Fan Remix, glaube ich, eher gelobt haben als dieses Spiel, haben sie sich, glaube ich, mit Sonic Generations auch nochmal umso viel Mühe gegeben, um nochmal zu zeigen, dass nicht nur Fans bessere Spiele machen können, sondern Sega das auch hinbekommt, wenn sie nur wollen. Und diese Beschleuniger sehen echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Und hat es da gerade geleckt? Nicht schön, nicht schön. Hopsa! Das ist echt gewöhnungsbedürftig, diesen Sonic hier zu haben. Es wirkt alles noch so ein bisschen... Ich weiß nicht, wie ich die Grafikdarstellung so nennen kann. Nein! Was soll das? Meine schönen Ringe. Na gut, aber ich habe schon wieder 40 beisammen. Ich glaube, das versaue ich jetzt hoffentlich nicht wieder und bin einfach mal ein bisschen vorsichtiger. Ach Mensch. Jetzt kriege ich hier nichts. Mann. Gut, und wir haben Akt 1 beendet. Yay! Und eine Errungenschaft bekommen. Dafür, dass wir die Geschichte angefangen haben. Oh, du kannst nun jeder Sohn... Okay, 1 bis 3 spielen. Ach, ich kann mir die einfach aussuchen. So, so? Interessant. Also die Idee ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich glaube, dann bleiben wir mal bei Splash Hill Zone. Weil da fehlt uns ja auf jeden Fall noch... Eigentlich müssten uns hier ja Akte fehlen, aber stehen die... Die stehen gar nicht zur Verfügung, habe ich das Gefühl. Ja, dann machen wir mal die anderen hier. Geschwindigkeitsrausch. Ach so, das ist dann Act 2. Ah, der Groschen fällt heute wieder in Pfennigen.
Ich wollte gerade sagen, das sieht auf die ersten Sekunden ja genau gleich aus, aber nein, hier hat sich was getan. Ach schön, dann haben wir hier, glaube ich, 3 Level, die wir spielen können. Gut, dann mache ich das. Sonic, du hättest dir da ein bisschen mehr Mühe geben können. Ja, ich weiß, das bin eigentlich ich, die sich mit Steuern nicht so gut anstellt. Aber naja, was soll's. Wo ich gerade dabei bin, zurzeit spielt dieses Spiel auch noch ein anderer Let's Player, nämlich Little Tails Fan, den ich euch nur ins Herz legen kann. Weil mir seine Sonic Let's Plays auch neben den von Markus LPs ziemlich am Herzen liegen. Und Shadow Soul hat ja auch ganz viele tolle Sonic LPs gemacht. Ah, und Weehawk LP natürlich, auch nicht vergessen. Es gibt so viele tolle Let's Player, die sich mit Sonic befassen. Aber wie gesagt, da ist gerade nur Little Tails Fan spielt, dachte ich mir, verweise ich nochmal auf ihn. Er wird sich bestimmt stellenweise viel besser als ich anstellen und natürlich viel mehr zu erzählen haben. Weil er da wahrscheinlich nochmal aus seinen persönlichen Erfahrungen nochmal viel genauer auf die vorherigen Teile angehen kann und dann nochmal sagen kann, ob dieses Spiel eigentlich im Zusammenhang oder als Erweiterung von den vorherigen Teilen es würdig ist oder nicht. Ich kann da zwar eigentlich auch drüber urteilen, aber ich hatte halt nicht damals so dieses Feeling, direkt mit der ersten Generation aufzuwachsen. Deswegen ist das für mich halt zwar in Ordnung, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich kann mich da nicht so beziehen wie, oder drauf beziehen wie andere. Ich muss sagen, was mir jetzt ansonsten noch so auffällt ist, oh Mann, das war nicht gut, das war nicht gut. Ah, danke, immerhin ein Schild bekommen, das natürlich gleich weg ist. Was ich hier eigentlich schade finde, ist, dass die Flickies runterfallen, also komplett. Na Sonic, ich weiß, dass wir keine Ringe haben. Gut, diesmal versuchen wir mal mit ein bisschen mehr Zeitmanagement dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben, sodass ich nicht irgendwo runterfalle. Zeitbonus, bla bla bla. 3000 noch was Punkte. Anderes habe ich nicht mitbekommen. Nächsten Akt spielen. Okay, dazu könnte ich einen orangenen Knopf drücken, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist. Egal. Sprint bei Sonnenuntergang. Machen wir das mal. So, und da muss ich sagen, dass sie da die Hintergründe jetzt so weit angepasst haben, dass man sogar noch so ein Zeitfeeling bekommt. Ist auf jeden Fall ein Bonus. Also eine schöne Erneuerung zu den vorherigen Spielen, wo das ja levelbezogen gar nicht so viele Unterschiede gab. Die Paletten waren quasi anders angeordnet und das war's dann eigentlich auch. Aber hier sehen wir dann nochmal ganz schön, dass vielleicht ein bisschen mehr Zeit vergeht in diesem Spiel. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nett. Und ich muss sagen, auch wenn der Sonic mir in dieser Darstellung am Anfang echt befremdlich erschien, so habe ich mich doch eigentlich recht schnell an ihn gewöhnt. Und man muss ja nochmal im Hinterkopf behalten, dieses Spiel wird dieses Jahr 2 Jahre alt. Natürlich kann es grafisch nicht so ganz mithalten. Ja, wir leben! Dass wir das auch mal erleben dürfen. Hopsa! Na, na, warte. Ach nee, das war gar keine Speichermöglichkeit. Und ich will darauf, ohne irgendeinen Gegner anzugreifen. Ich weiß schon, wie das endet. Wahrscheinlich nicht gut. Hopsa! Was ich ansonsten vielleicht noch zu meinem Sonic Generations LP sagen kann. Ich habe ja den letzten Part gestern hochgeladen gehabt. Und ich war so überwältigt über euer Feedback. Das hat mich gleich nochmal total berührt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es anscheinend gar nicht so schlimm ist, so emotional zu reagieren in einem Spiel. Und ich glaube, das zeigt halt auch irgendwo nochmal ein bisschen was über die, oder sagt besser gesagt etwas über die Person aus. Boah, ja, da war mir das geradezu riskant. Ich wollte nicht in diese blöde Energiekugel kommen. Ha, und das konnte ich mir jetzt sogar sparen. Homing.
Attacken, Attack! So, und ist... Ah, nein, 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 ich will da rein, ich will da rein. Genau, ich will nämlich einmal nochmal so eine Stage sehen. Da, da. Akt 3 beendet. Und wir haben wieder so einen süßen Sonic bekommen. Den kleinen, den putzigen. Okay. Ladebildschirm. Spiele dieses Level, indem du mit dem Bildschirm, bla bla, diese und diese Tasten, die ich gar nicht habe, weil ich meinen PS2-Controller dazu nutze. Okay. Aber es ist toll. Also das gefällt mir wirklich. Zwar ist die Musik gerade so, obwohl die passt super zu dem Hintergrund. Oh, aber ich komme mir so ein bisschen vor, als hätte ich was genommen. Und das ist... Es ist lieb. Ich finde es... Es ist nett zu mir. Es ist nur die Frage, wo ich landen muss. Oh. Läuft hier die Zeit ab? Oh, das ist ja fies. Gut, dann will ich natürlich ein bisschen mich beeilen. Das ist eigentlich voll nett. So gibt es gar nicht so viele Sachen, die einen quer ringsrum schleudern. Na los, komm. Das fand ich zumindest immer ein bisschen härter im Original. Na los, dadurch. Und jetzt rasse ich bestimmt irgendwo direkt ins Ziel. Ich sehe schon kommen. Ah, hallo Emerald. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich zu dir hin? Okay, ich habe das Ziel gesehen und weiß jetzt, wo ich auf jeden Fall nicht hin will. Wow. Na, na? Phew. Den roten Emerald eingesammelt. Na immerhin, das hat ja auch schon mal geklappt. Ja, rechne schnell ab. Ich will zum nächsten. Errungenschaft, der erste Chaos Emerald. Dankeschön. Dankeschön. Und halt wird gespeichert und wir kommen zum Boss. Coole Sache. Oh, und da tut sich sogar was auf der Oberwelt. So. Achso, Speziallevel können nun gewählt werden. Oh, da gibt es ja doch einiges mehr zu zeigen. Boah, und das Casino-Land sieht voll toll aus. Wie heißt das? Casino Street. Oh, da freue ich mich schon drauf. Okay, aber wir sind ja erst nochmal hier. Showdown mit Dr. Eggman. Gut, dann wollen wir mal. Bin gespannt, was er auf Lager hat. Ich muss ja persönlich sagen, der Soundtrack gefällt mir eigentlich jetzt nicht so. Der ist irgendwie nicht so Sonic-flashy. Ist klar, man probiert natürlich von Spiel zu Spiel immer mal was Neues aus. Na, das kommt uns doch schon bekannt vor. Aber ich weiß nicht, es hat irgendwie... Es ist irgendwie nicht so das, was ich mir erhofft hatte. Und hier haben wir jetzt... Okay, das war blöd von mir. Das war wieder blöd von mir. Oh, Sonic. Kommt es mir nur so vor, oder ist er arschlangsam? So, einmal gegen. Hä, was hat er denn gerade? Wow, Eggy legt zu. Aber hat uns trotzdem nicht wirklich getroffen. Aber das war eine coole Überraschung. Schade, dass das Spiel scheinbar gar keine Sprachausgabe hat. Das hätte sich doch eigentlich noch gelohnt. Yay, Flick ist frei. Ich muss sagen, umso mehr ich mir diesen Sonic ansehe und mir ansehe, wie 3D Sonic schon in den anderen Games umgesetzt wurde, wirkt es doch ein bisschen wie ein Rückschritt. Gut, Zone. Ah, Casino Street ist sogar schon die nächste Zone. Okay, da freue ich mich dann auf jeden Fall schon drauf. Ich hoffe, der erste Part hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Liebe Grüße, eure Kyoko.